Der amtierende deutsche Meister Brose Baskets war dann doch eine Nummer zu groß für die Eisbären. Gegen das perfekte Passspiel der Baskets konnten die Seestädter nicht viel ausrichten. Am Ende hieß es 91-72 für die Bamberger. Man muss den Bambergern einfach Lob aussprechen. Sie sind ein super Basketballteam. Sie bewegen den Ball hervorragend. Wieso war es so hart, sie zu verteidigen? Sie sind talentiert auf jeder Position. Es gibt einfach keinen Schwachpunkt in dem Kader. Sie spielen zudem sehr uneigennützigen Basketball. Das zusammen mit Talent ergibt einfach eine kaum zu verteidigende Mannschaft. Na gut, man muss sehen, dass wir heute gegen eine sehr, sehr starke Mannschaft gespielt haben. Euroleague Top 16 Mannschaft, die beeindruckenden Basketball gespielt haben, gerade in der ersten Halbzeit. Deswegen kann man unseren Jungs heute gar nicht so einen großen Vorwurf machen. Bamberg hat einfach wirklich sehr, sehr gut gespielt, speziell in der ersten Halbzeit. Und vielleicht muss man das Positive sehen, dass unsere Mannschaft sich nicht hängen lassen hat. Wir hätten auch schnell mit 30, 40 Punkten hier verlieren können. In der zweiten Halbzeit alles versucht hat, auch wenn nie eine Siegchance wirklich da war. Aber letztendlich geht es heute so in Ordnung. Und ich glaube, dieses Spiel war eindeutig für Bamberg und das ist aber auch okay so. Bamberg hat uns heute mit Sicherheit eine Lehrstunde erteilt. Es ist eine Top-Mannschaft in Europa. Sicherlich müssen wir uns keinen Vorwurf machen, dass wir heute verloren haben. Aber meine Meinung ist einfach, dass wir hätten mehr Teambasketball spielen müssen. Ich glaube, das sind Sachen, wo wir hart dran arbeiten müssen. In der Defensive, na klar, klappen ein, zwei Sachen nicht, die müssen wir auch verbessern. Aber insgesamt war das einfach keine gute Mannschaftsleistung. Die Bamberger haben genau das Perfekte gemacht, Teambasketball, oder? Ja, es macht wirklich Spaß, den Jungen zuzugucken. Heute vielleicht nicht so, weil er unser Gegner war. Aber Bamberg ist eine tolle Mannschaft und ich glaube, wir müssen einfach jetzt versuchen, auf unser Spiel zu gucken und einfach besser werden, damit wir schnell aus dem Keller rauskommen. Auch wenn das Ergebnis keine Überraschung mit sich gebracht hat, so kam doch frisch aus Italien einer eingeflogen. So, I didn't expect you to be here. Dich habe ich ja nun gar nicht hier erwartet. Wie kommt es, dass du heute hier warst? Ich glaube, damit hat niemand gerechnet. Naja, Lorenzo, seine Frau und der kleine Logan, die sind wie eine Familie für mich und ich habe 4 Tage frei in Italien, also bin ich hergekommen, um das Spiel zu sehen. Wie lange bleibst du und was sind deine Pläne? Ich bleibe bis Freitagmorgen und ich werde hier mit Lorenzo und seiner Familie Zeit verbringen. Das ist alles. Es gibt viel Schnee hier, also ich weiß noch nicht genau, was wir machen werden.